jemanden, der nachkommt. Also, bevor wir jetzt aber gleich die Duelle von Witölzel und von Schmidt sehen, noch der Vergleich Christian Nageler gegen Adam Malisch. Nageler, der Österreicher. Auch was er hier zeigt, ist absolut befriedigend für einen, der aus dem Nachwuchs kommt. Auch er ist ja beim Neujahrspringen, beim Intercontinental Cup hier in Innsbruck dabei gewesen, nicht in Garmisch. Vielleicht könnte er die Arme noch ein bisschen schneller an den Körper nehmen, aber das ist einer, der österreichische Hoffnungen trägt. Auch erst 15 Jahre alt, Christian Nageler, der hat die Zukunft noch vor sich. Adam Malisch, das ist der Gegner von Nageler aus Polen. Schon dreimal hat er ein Weltcup-Springen gewonnen. 97 und 96 war das in den letzten Jahren. Trotz hervorragendem Absprung, was er auch hier wieder zeigt. Auf der Suche nach seiner Form. Zum Weiterkommen allerdings wird es reichen. Damit ganz kurz runter ins Studio.